Wir waren auf Augenhöhe mit der Weltspitze, kann man sagen, aber wir haben es trotzdem sehr, sehr knapp, sind wir an der Medaille vorbeigefahren und dementsprechend hat Markus 2 Tage nach Poznan entschieden, dass ich rausgesetzt werde vorerst und Hans stattdessen reinkommt. Und jetzt soll das auf dem nächsten Weltcup, auf dem 3. Weltcup in Rotterdam mit Hans ausprobiert werden auf der Schlagposition. Und dann wird man sehen, wer von uns beiden drinnen sitzt. Ich fühle mich gerade ausgesetzt, ich sitze gerade auf der Ersatzbank. Aber ich bin kein, ich fühle mich nicht, ich bin kein Ersatzmann und ich fühle mich nicht als Ersatzmann. Also wenn man sich nicht zu 100% auskotzt, dann erreicht man ja nichts. Man muss immer über seine Grenzen gehen, immer. Sonst gewinnt man nichts. Die Bedingungen sind super zum Surfen. Von daher müssen wir raus und rudern wie Männer. Wir haben zu viel Masse im Boot. Der Dicke muss raus. Also wir haben jetzt ja nochmal in den Schlagmann gewechselt. Mit Hans Brune haben wir natürlich ein bisschen mehr Physis auch reinbekommen. Und bei Lars. Lars hat es sehr gut gemacht, muss ich sagen, als Schlagmann im Doppelvierer. Aber wir haben ja jetzt nur noch diese eine Option oder diese eine Übung oder diese eine Regatta, um das zu testen. Und ob der Doppelvierer letztendlich mit Ruderer A oder B auf dem Niveau schneller ist, das siehst du kaum im Training. Da kannst du auch Strecken fahren, ob du dann mal 1-2 Sekunden schneller ist, das hast du eben auch nicht aus. Letztendlich kannst du dann nur im Wettkampf sehen und dann auch beurteilen, ob wirklich Variante A oder B dann noch besser ist. Mir macht es gerade richtig Spaß. Kann mich nicht beklagen gerade. Ich werde mein Bestes geben, jetzt das Boot hier noch ein bisschen schneller zu machen. Ich kann, wie gesagt, jetzt nur 110% geben und hoffen, dass wir es trotzdem in der kurzen Zeit schaffen, nochmal das Boot besser zu machen. Also die Chancen, sage ich mal, dass es auch wieder gewechselt wird nach Rotterdam, wenn die Leistung dann dementsprechend ausfällt, dann ist ja für Lars auch wieder da, dass er wieder zurückkommt ins Boot. Ja, wir sind hier gerade an der wunderschönen Hafen-City-Universität, wo ich Stadtplanung studiere. In Zeiten wie jetzt, wo es mal nicht so gut läuft im Sport, da bin ich ganz froh, dass ich an diesen Ort kommen kann und mich mit anderen Dingen beschäftigen kann. Ich trainiere, um zu gewinnen. Ich will ganz nach oben. Ich trainiere nicht, damit ich trainieren kann. Das macht mir keinen Spaß. Ich will Erfolg haben. Ich will den Wettkampf haben. Letzte Standortbestimmung vor der WM. Hier will man natürlich einfach auch vorne mit dabei sein, um dann vielleicht das eine oder andere noch im Trainingslager verbessern zu können, aber man wird nicht mehr große Sprünge machen können. Und klar, bei uns geht es natürlich auch darum jetzt, in welchem System wir fahren. Ein anderer Schlagmann bringt immer einen anderen Rhythmus mit rein. Der Rhythmus, den jetzt Hans mit reingebracht hat, der ist mir natürlich vertraut. Na, ich bin jetzt für den Weltcup jetzt auf die Schlagposition für Lars reingekommen.
mit der klaren Vorgabe auch, dass es jetzt besser sein muss als das, was die Jungs vorher schon geleistet haben, mit zweimal vierten Platz. Und ja, letztendlich wird das Ergebnis dann zum größten Teil an mir ausgemacht, dann, ob es jetzt besser ist oder schlechter. Und ja, ich habe dann auch ganz klar auch schon die Ansage bekommen, dass, wenn es halt nicht besser ist, ich wieder raus bin aus dem Boot, und dementsprechend verspüre ich hier doppelten Druck im Vergleich zu dem Rest der Mannschaft. Ja, Lars hat sich ein bisschen rar gemacht in den letzten Tagen, war auch nicht sonderlich kommunikativ. Was verständlich ist, ist eine scheiß Situation, und für Lars vielleicht ist es nochmal doppelt schwer, weil er ja schon im Boot drin war und jetzt rausgenommen wurde. Wir schauen uns das Ergebnis an und dann entscheiden wir irgendwann. Wir haben jetzt keine Frist, gar nichts gesetzt. Das ist natürlich auch davon abhängig, wie das Ergebnis ist, wie deutlich in die eine oder die andere Richtung. Klar. Ich stehe immer unter Druck, klar. Also wie gesagt, ich habe den Job gewählt, weil er eben spannend ist, weil mir das Spaß macht, und bei jedem Rennen stehe ich so unter Druck. Und wenn du im Spitzenbereich arbeitest, hast du nicht nur die eigene Motivation, die dich da unter Druck stellt, sondern dann natürlich auch noch von außen. Du musst ja auch liefern. Und ja. Wenn wir uns auf uns konzentrieren, dann können wir definitiv auch eine Medaille heute mit nach Hause nehmen. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil die haben die Bahn umgesetzt. Das heißt, die Bahn jetzt ganz außen sind benachteiligt. Und das heißt, so kann einfach kein fairer Wettkampf entstehen. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Das ärgert mich gerade sehr, weil es ein verzerrter Wettkampf. Also das Ergebnis kann man eigentlich nicht ernst nehmen. Das wäre mein Moment jetzt, aber... Lijkt de strijd met Nederland en Polen niet aan te kunnen, maar dit is het moment dat Nederland moet gaan. We hebben hier jullie paar man. De zilver, en dat is winnen. We are going to take the goal by the German. We hebben de laatste zilver, we hebben de laatste zilver. Ik denk dat was. Voor mij tenminste. So eine Anspannung, weil ich schon lange nicht mehr gefühlt habe vor so einem Rennen. Das war schon fast wie gelähmt. Also ich war echt angespannt. Also der Druck, der war echt enorm. Ich ärgere mich einfach nur. Also ich ärgere mich über diese Bedingungen, über diese Regatta, weil es einfach ein unfairer Wettkampf war. Ich glaube, die anderen Boote wären viel schneller gewesen bei anderen Bedingungen. Aber ich denke, also ich bin raus. Also da bin ich mir relativ sicher. Das war's jetzt für mich. Also jetzt mal sacken lassen, ganze Ruhe, alles angucken. Und dann wird die Entscheidung fallen.